Faktastisch. Dieses Mal unnütze, süße und widerlich perverse Fakten über Pinguine. Pinguine könnten mit ihren Stummelflügeln fliegen, wenn sie eine Geschwindigkeit von 600 km/h hätten. Adelie-Pinguine betreiben Prostitution. Auf der Ross-Insel kurz vor der Antarktis bauen sie Steinnester. Je mehr Steine im Nest, desto besser. Doch Steine sind dort eine sehr seltene Ressource und müssen mühsam aus dem Eis herausgepickt werden. Deswegen tauschen Pinguinweibchen mit alleinstehenden Pinguinmännchen Steine gegen Sex. Forscher entdeckten bei einem Weibchen sogar 62 Steine. Man unterscheidet folgende Arten. Es gibt Dickschnabelpinguine, südliche Felsenpinguine, nördliche Felsenpinguine, Goldschopfpinguine, Haubenpinguine, Snersinselpinguine, Eselspinguine, Adelie-Pinguine, Zügelpinguine, Kaiserpinguine, Königspinguine, Gelbaugenpinguine, Brillenpinguine, Magellanpinguine, Kronenpinguine, Galapagospinguine, Humboldtpinguine und last but not least Zwergpinguine. Pinguine laufen in der Antarktis bis zu 200 Kilometer zu ihren Brutgebieten. Die Kaiserpinguine brüten bei Temperaturen bis minus 50 Grad, bei Windgeschwindigkeiten bis zu 200 km/h. Nach Ölkatastrophen ziehen Naturschützer den Pinguinen Strickpullis an. Damit können die Pinguine das verschmierte Gefieder nicht reinigen und sich nicht durch verschlucktes Öl selbst vergiften. Pinguine schießen Kot mit Hochdruck aus ihrem Anus. Dieser Druck ähnelt dem von zerplatzenden Autoreifen. Der Kot kann über 40 cm weit fliegen, ehe die klebrige Masse den Boden berührt. Britische und französische Walfänger nutzten Pinguine im 19. Jahrhundert als Brennmaterial. Auf Inselgruppen wie Südgeorgien oder den Kerguelen gab es kaum Brennholz. Die Walfänger verfeuerten die Pinguine also in Massen, um den gefangenen Wal zu Öl und Tran zu verarbeiten. Ein Bericht von 1843 schildert die Situation. Sie brannten ziemlich schlecht, aber es gab sie in Mengen. Wir fingen die Tiere direkt vor der Baracke und warfen sie lebend in den Ofen. Es ist ein Mythos, dass Pinguine ihre Hälse nach Hubschraubern recken und dann umkippen. Wissenschaftler der British Antarctic Survey flogen dafür 5 Wochen lang mit Hubschraubern über Pinguinkolonien herum. Kein einziger Pinguin fiel um. Jeder 5. Pinguin ist homosexuell. Die Universität Straßburg hat einen Roboter entwickelt, der als Babypinguin verkleidet ist. Der Roboter wird freundlich in den Reihen der Pinguine aufgenommen und sogar mit Liedern begrüßt. Damit kann das Forscherteam biologische Daten messen, ohne dass die Daten von Pinguin-Stresssymptomen verfälscht werden. Pinguine frieren auf dem Eis nicht fest, weil Venen und Arterien im Pinguinfuß parallel zueinander laufen. Es findet ein Wärmeaustausch statt. Das kalte, sauerstoffarme Blut läuft vom Pinguinfuß zum Herzen. Das warme, sauerstoffreiche Blut vom Herzen läuft in den Fuß, wird dabei aber vom kalten Blut in den Venen vorgekühlt. Dadurch bleiben die Füße immer kühl und es ist kein Festfrieren möglich. Das waren die teils süßen, teils widerlich perversen Pinguinfakten. Dein Daumen nach oben und dein Kanal-Abo, wenn dir das Video gefallen hat. Vielen, vielen lieben Dank. Ich freue mich auf die nächste Videorunde mit euch. Macht's gut. Ciao.